Die Familie ist ein Rückzugsort. Für viele Frauen ein Tatort. Gewalt gegen Frauen in Partnerschaft und Ehe. Dagegen kämpft die Organisation Sicherheim mit deren Schirmherrin Nathalie Wörner. Vergangenes Jahr wurden 117 Frauen von ihren Partnern getötet. Zehntausende wurden misshandelt und verletzt. Vermutlich aber noch viele, viele mehr. Wir wissen, dass 75-80% der Betroffenen sich keine Hilfe holen. Das heißt also, das, was wir im Hellfeld sehen, was wir Ihnen heute vorstellen können, ist noch mal deutlich weniger. Doch diese Zahl ist schon alarmierend und steigt von Jahr zu Jahr. Bei den Opfern partnerschaftlicher Gewalt sind 8 von 10 Opfern Frauen. Die Gesamtzahl liegt nun bei 142.000. Oft passiert dies in sogenannten toxischen Beziehungen, Liebe und Hass zugleich und Abhängigkeit. Svenja Andrea Beck brauchte fast 5 Jahre, bis sie stark genug war, sich von ihrem gewalttätigen Partner zu trennen. Sie werden ja so klein gehalten, dass sie überhaupt kein Selbstbewusstsein mehr haben. Sie haben keinen Selbstwert mehr. Sie denken, sie sind ein Häufchen Elend. Sie existieren gar nicht mehr. Aktuell wird befürchtet, dass partnerschaftliche Gewalt durch Pandemie und Lockdown verstärkt wird.